So, da wären wir wieder. Wir haben noch zwei Namen zu vergeben. Und ich habe hier ein Char, der eine Frau sein sollte. Dann gucken wir doch mal, ob Ustus eine Frau ist. Mit V und Enter. Nee, das ist ein R. Er ist der Sohn von so wie noch. Nee, nee, ist egal. Escape, Escape. Was mit dir? V. Enter. Und ist auch ein Mann. Tja, dann wird es wohl doch nicht der Char. Nehmen wir einen anderen Namen. Nehmen wir Pankolos. Pankolos wollte irgendwas mit Holz machen. Wir brauchen aber keinen Holzhacker, das ist okay. Dann der nächste Name. The Bit Power, den können wir mal nehmen. Gehen wir jetzt auf ihn. Drücken auf V. Drücken auf Y und The Bit Power. Was wird er? Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Mechaniker. Das kann er dann mal machen. Das passt auch ein bisschen zum Namen. Mechanic. So. Escape, Escape. Drücken wir C für Zoom to Creature. Und gucken seine Jobs mal durch. Er hat einen Farmer-Job. Das soll er nicht haben. Scrollen wir mal durch und machen das weg und das weg und das weg. Was für Jobs hat er eigentlich? Er ist ein Novize-Koch, Novize-Scherer, Novize-Presser. Novize ist nicht besonders hoch, also ist egal. Das heißt, wir ändern jetzt seine Präferenz auf. Zack. Wo ist Mechanik? Engineering? Ja, Mechanik. Sehr schön. Damit haben wir unseren ersten Mechaniker. Brauchen wir nur noch Mechaniker-Workshops. Die können wir hier unten mit reinmachen. Also wir haben hier dreimal ein Steinmetz und dreimal ein Craftsworks-Workshop. Das ist eigentlich zu viel. So viele werden gar nicht durchgehend benutzt. Das heißt, ich drücke jetzt mal X auf dem. Und X auf dem. Dadurch werden die beide abgebaut. Und dann stelle ich an die Stelle, also hier und hier, jeweils einen Mechaniker hin. Dann haben wir hier zwei Steinmetze, zwei Craftworks-Workshops und hier zwei Mechaniker-Workshops. Das dürfte dann hoffentlich reichen. Und wird schon alles auseinandergenommen. Ne, die sind alle noch mit Schleppen beschäftigt. Da die Miner hier unten das ganze Stein freigelegt haben. Unser Stockpile ist schon proppenvoll. Ah, jetzt wird es auseinandergenommen. Sehr schön. So, jetzt haben wir da wieder Platz. Drücke ich B und W für Workshops. Und hier ist der Mechaniker-Workshop. Der kann dahin. Und wird mit Shared gebaut. Ist okay. Da müsste jetzt unser Bitpower gleich angelaufen kommen, weil er der Einzige ist, der das aufbauen kann. Aber noch sehe ich da niemanden dran arbeiten. Die Henne läuft wieder ihrem Herrchen hinterher. Na, Bitpower, wo bist du? Ah, da ist er, glaube ich. Ja, da ist der Bitpower. Seine Figur hat jetzt noch so einen Hut auf, weil ihre Skills halt gesagt haben, er ist ein Farmer, weil er gut im Scheren und Kochen und so weiter ist. Das Symbol wird sich noch ändern. Sobald er genug Mechanismen hergestellt hat und sein Mechaniker-Skill höher geworden ist, verändert sich halt das Bild dementsprechend. So, der Workshop ist fertig. Das heißt, wir drücken gleich A für neue Aufgabe und das kann nicht besonders viel machen, der Workshop. Der stellt eigentlich nur Mechanismen her. Das andere hier ist eine Traction Bench, das ist eine Streckbank. Und nein, das ist kein Folterinstrument, sondern das ist dafür da, wenn sich jemand was gebrochen hat, dass dann zum Beispiel der Arm auseinandergezogen werden kann, damit der Knochen wieder fixiert wird. Dafür braucht man eine Traction Bench. Also für uns momentan noch uninteressant, aber später brauchen wir davon auf jeden Fall auch eine mindestens. Das heißt, wir stellen erstmal Rockmechanismen her. AT, 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 AT. So, 10 Stück, das soll erstmal reichen. Mechanismen braucht man, um verschiedene mechanische Instrumente miteinander zu verbinden. Zum Beispiel einen Schalter mit einem Floodgate oder einen Schalter mit einer Tür oder alles andere, was es da noch gibt. Das heißt, davon braucht man recht viele. Die dürften dann hier mit reinsortiert werden in unseren allgemeinen Haufen. So, wie schaut es draußen aus? Holz wird fleißig gehackt. Unser Müll ist nicht zu voll. Wir haben schon ein paar Betten. Ja, Betten sollten wir wirklich langsam auch mal aufstellen. Deswegen gucke ich mal ganz kurz runter. Unsere Miner sind hier fertig mit der Etage. Das heißt, hier können wir die nächsten Workshops auch aufbauen. Bevor wir das machen, geben wir den Minern aber mal einen neuen Job. Und zwar hier. Wieder schön mittig. Wo ist die Mitte?
Da müsste die Mitte sein. Nein, ich habe das Depot falsch gesetzt. Ja, das können wir später noch fixieren. Also von hier einmal Shift nach oben, einmal Shift nach rechts. Hier ist die Seite. Dann machen wir hier einen Zugang. Den mittleren nehme ich wieder raus. Das heißt, wir haben hier nur zwei Eingänge und zwei kleine Eingänge. Und den ganzen Bereich designiere ich wieder als abzubauen. So. Ich will aber nicht den ganzen Bereich wirklich als freie Fläche haben, sondern hier sollen möglichst viele kleine Zimmer rein, damit jeder Kämpfer einen eigenen Raum hat. Dafür male ich mal ein bisschen rum und gucke, wie es aussieht. Also ein 3x3 Raum ist sehr viel Luxus für einen Zwerg, aber Kämpfer sind auch sehr wichtig. Das heißt, ich gönne denen das mal. So. Gucken wir, ob das vom Muster her hinhaut. So, dann hätten wir hier 4 Räume. Und in dem vorderen Bereich könnten sie trainieren. So weit, so gut. Gucken wir mal, ob das Muster weiter hinhaut. So. So, 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 so. Nee, das ist ein Ding zu früh gewesen. So, so, so. So, dann hätten wir jetzt hier 8 Räume. Und schauen wir mal, ob wenn wir das Ganze jetzt verdoppeln, also auf der anderen Seite genauso machen, ob das dann auch hinhaut. Also hier wieder weg. Da wieder ran. Da wieder weg. Da wieder weg. Da hätten wir insgesamt 16 Räume. Das ist eine ganze Menge. So viele Soldaten hat man eigentlich selten. Jedenfalls in den ersten Monaten. So, hier wieder ein Gang, wo sie durchlaufen können. Das ist okay. Das weg. Das weg. Aber ja, so wie es aussieht, passt es ganz gut. Jo, passt perfekt. Sehr schön. Das kann auch alles nach da hinten. Das kann da runter. Das kann da runter. Und diese kleinen Fitzel hier am Ende können eigentlich auch weg. So, das sieht doch einigermaßen ordentlich aus. Was machen wir mit dem mittleren Strich da? Die nehmen wir dann auch mal weg. So. Also. Sieht das auch einigermaßen okay aus? Ja, es tut seinen Zweck. Also der Plan ist jetzt. Wir haben hier die einzelnen Räume. Wir haben hier einen großen Aufenthaltsraum und Trainingsraum. Und gleichzeitig auch Waffenkammer. Ja, das ist ein bisschen viel auf einmal, hm? Ja, okay, dann nehme ich die beiden Räume hier mal weg mit X. Und mache stattdessen hier noch eine Einbuchtung. So, die gehört dann mit zu dem Hauptraum. Und dann deponieren wir hier unsere Waffen und Rüstung. So, dann haben wir nur noch 14 Schlafplätze. Aber das reicht ja auch. So, und warum ich hier jetzt 2 Zugänge gemacht habe, ist, dass ich hier 2 Türen reinsetzen kann. Denn Türen sind die erste Barriere für Goblins und andere Invasoren. Die können sie zwar auch irgendwann einbrechen oder knacken oder was auch immer, aber es hält sie schon mal eine Weile auf und das ist wichtig. So, das mit dem Abbauen geht schön fix, da wir immer noch in unserer Lehmschicht sind. Das heißt, wir können auch recht früh anfangen, hier die Betten und so weiter reinzustellen. Was ich aber sehe, wir haben nur 4-5 Betten und nur ein paar Türen. Da können wir noch ein bisschen nachhelfen. Also scrollen wir mal kurz runter. Stellen hier schon mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viele Betten hin. Und machen noch mit AD ein paar Türen. Oh nein, wir machen keine Türen. Ganz schnell wieder C, 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 C. Denn wenn ich jetzt Türen bauen würde, würden wir das orangene Material benutzen. Und das will ich auf keinen Fall. So, was ich aber gerade sehe, das Feld ist inzwischen auch freigebaut. Das heißt, wir können da jetzt auch mit B, W und T noch einen Mechaniker-Workshop reinbauen. Und da wir ja hier unten den Craft Dwarfs Workshop weggenommen haben, hat anscheinend unser, wer war das noch gleich? Unser Seetangtung aufgehört, die Kinkerlitzchen herzustellen. Und das geht ja schon mal gar nicht. Denn die ganzen Steine hier müssen alle verarbeitet werden. Die will ich alle weghaben. Die stören nur, weil sie orange sind. Also A, G, C, R.
Ja, die Tastenkombinationen sind echt übel. Aber jetzt stellt er hier schon mal wieder Rockcrafts her. So. Was haben wir noch? Oh. Wir sind hier in eine Gesteinsschicht getroffen. Ach ja, sowas mag ich nicht. Wenn denn hier ein Bereich alles schön grau und grau ist und dann plötzlich hier mitten in der Wand Edelsteine oder andere Gesteine. Aber gut, da kann man nicht wählerisch sein. Und unser Spinner wurde unterbrochen von einem Riesenschwamm. Ich dachte, die können sie nicht bewegen. Ich drücke mal Z, um da hin zu zoomen. Ah, okay, der Schwamm ist hier unten im Wasser gewesen und er hat sich erschreckt, weil er den Schwamm gesehen hat. Na gut, das sei ihm gestattet. Und irgendjemand ist doch direkt neben dem Wasser eingepennt. Wer ist das? Kredas. Ah, so viel Holz gehackt, dass er müde geworden ist. Aber gut, die ersten Räume sind schon freigeräumt. Das heißt, wir drücken jetzt B und B, um ein Bett zu platzieren. Und zwar da in die Ecke. Und wir drücken jetzt wieder X, um die Qualität uns anzugucken. Von den einzelnen Betten. Denn wir wollen einfach nicht irgendein Bett hier reinlegen. Wir wollen schon recht gute, von der Qualität her recht gute Betten hier aufstellen. Damit unsere Kämpfer auch einigermaßen gut drauf sind. So, wir haben einmal Betten, die haben gar kein Zeichen davor. Wir haben welche mit einem Strich und welche mit einem Block. Ich glaube, der Block war besser als der Strich. Gucken wir uns aber mal an. Mit V und V. Das ist ein finely crafted Bett. Und das hier ist ein well crafted Bett. Ich denke mal, fein ist besser als well. Das heißt, wir setzen hier das Bett hin. Und hier das Bett hin. Und da das Bett hin. Die sind zwar nur well crafted, aber wir können später die Betten immer noch austauschen. Das ist ja nur erstmal für die erste Zeit, dass sich wenigstens die Zwerge irgendwo hinlegen können. So, das ist das erste Bett. Zweite Bett, wird alles schön aufgestellt. Und wo kommt Bett Nummer 3? Da kommt Bett Nummer 3. So, die Betten könnten wir jetzt einem gewissen Zwerg zuordnen. Aber das machen wir noch nicht. Momentan sind es einfach Gemeinschaftsbetten. So, jetzt drücken wir noch B und D für Türen. Dann setzen wir da eine Tür hin. Da eine Tür hin. Da eine Tür hin. Hier zwei Türen hin. Da auch eine Tür, da auch eine Tür und schon haben wir keine Türen mehr. Aber es soll erstmal reichen. So, fertig, baut er mal schön weiter. Inzwischen haben wir zwei neue Betten und schon recht viele Mechanismen. Das sind diese kleinen Zahnräder hier. Das heißt, wir könnten theoretisch auch schon anfangen, unsere Schutzmauer zu bauen. Ich wollte ja drei Floodgates hier hinstellen, die dann mit einem Hebel verbinden, dass wir in jeder Zeit das Tor hier zumachen können und hier auch. Aber dafür bräuchten wir auch erstmal die Floodgates, die sehe ich nämlich irgendwie nicht in unserem Stockpile. Da hat wieder jemand geschlafen, wahrscheinlich ich. So, hier unten ist auch alles ausgebaut, sehr schön. Da können wir es auf der anderen Seite genauso auch nochmal ausbauen. Also hier. So. Und jetzt geht das Zeichnen wieder los, in Anführungszeichen. Also das weg, das dahin. Das weg, das dahin. Das weg, das dahin. Und das waren insgesamt vier Stück, richtig? Richtig. So, das Ganze denn kopiert auf die andere Seite. Wäre so, so, so. So, diesmal hier kein Raum, denn wir hatten ja hier auch diese Nische. Dann runter, runter, das ziehe ich mal so rüber, so, ist das richtig? Ja, der Fitzel hinten muss noch weg und das Ganze muss unten auch nochmal gemacht werden, X wieder, um das wegzumachen, so, so, ups, falsche Richtung. Ja, das könnten wir eigentlich auch erst später machen. Aber ich habe das gerne schon mal vorbereitet, dass wir dann später nicht das hier wieder machen müssen. Außerdem haben so unsere Miner-Zwerge schön was zu tun zwischendurch. Wir wollen ja nicht, dass da irgendjemand faulenzt, nicht wahr? So. Das und das dahin. Das dahin, das dahin. Da hoch, da rum.
So. Ist das so richtig? Guck mal ganz kurz. Das müsste hier eigentlich noch bündig sein mit dem. So, gucken wir mal. Also alles, was braun ist, wird leer gemacht, so wie hier auch. Alles, was schwarz ist, bleibt stehen. Ja, das schaut gut aus. Und wir brauchen jetzt nur noch die Türen. Da suchen wir den Mittelpunkt. Wir gehen von hier aus einmal Shift nach unten, einmal Shift nach links. Das heißt, da und da hätten wir gerne Zugang. Okay. So, da haben die Miner jetzt was zu tun. Und unser erster Zwerg schläft in einem Bett. Ein historischer Moment. Und es ist Hex. Fauler Sack. So. Aber das ist auch unser Sergeant. Der wird eh da irgendwann schlafen müssen. Also passt das schon. So, was sagt die Bettproduktion? Nix, denn Kredas ist wahrscheinlich immer noch damit beschäftigt, das ganze Holz hier vor der Tür zu hacken. Ja, ist noch sehr viel designiert, das abgebaut werden muss. Aber na gut. Machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Also bis gleich.